Also lesen Sie richtig das Interview, haben nicht gesagt erreicht, sondern bewegt. Und ich habe lediglich in einem großen Interview darauf hingewiesen, wie viel umfangreicher meine Aufgaben, die ich habe, sind als die meinen Vorgängern. Und ja, weil eben die Kritik von eurer Seite so groß war, habe ich ja ins Bewusstsein wecken wollen, dass die Leistung eines Managers nicht nur nach der Anzahl der Worte, die er nach außen sagt, bemessen werden soll, sondern daran, wie er nach innen arbeitet, was er im Verein macht, wie viele Verträge er verhandelt, wie viele Spieler oder Trainer er verpflichtet und wie viele Strukturen er schafft, die der Mannschaft oder dem Verein helfen. Aber ich wollte auf gar keinen Fall jemanden persönlich angreifen. Gerade wollte ich sagen, also es könnte ja sein, dass Matthias Sammer und Christian Nerlinger vor dem Interview gesessen haben und sich schon geärgert haben. Nein, das ist überhaupt nicht meine Absicht gewesen, weil ich die sehr schätze.